Mehr wollte ich nicht sagen, es hat nichts mit Interview. Du freust dich, dass die Bienen wieder hier vor dem Bundeskanzleramt und vor der Schweizer Botschaft. Nein, zwischendrin. Zwischendrin, zwischen Schweiz. Riecht das nicht nach Honig? Das ist eine Akazie. Kommst du nochmal? Felicia, das sind, überreiche ich dir diese Akazien. Ich will eigentlich keine Situation jetzt mehr. Also, magst du mal dran riechen oder sollen wir es? Nee. Ich gebe sie ihm. Also, ich will mit. Jetzt eigentlich noch. Okay. Vielen Dank. Ja, ich freue mich, wenn du morgen wieder kommst. Ja, mich hat es gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja, ich finde es auch schön. Und wie gesagt, Spritzkur. Ja, überlegt. Spritzkur. Genau, mit dem Klopfen. Beides. Das musst du echt mal anfangen. Ja. Such dir jemand, der es macht. Bist du Arzt? Ja, oder? Aber Schuhausziehen. Danke auf jeden Fall. Nein. Hobbymediziner. Ja, das ist gut. Wir sind doch alles Hobby hier, ne? Die wahren Professionen sind Hobby. Hör mal, wenn du vier Hobby, Kinder großziehst, dann musst du dich mit allem beschäftigen. Mit dem Impfen. Mit Homöopathie, mit allen möglichen Sachen. Ja. Und teilweise ist es halt ein Wadenwickel mit Essig oder sonstigen Geschichten. Ja. Und dann, das lernt man dann halt. Ja. Stimmt. Also vielleicht kannst du mir auch noch einen Tipp geben. Was hast du denn? Zeitreisen-Chatlick. Also.